Der Ausbau der Ganztagesschulen, der Inklusion sowie die Einführung des Fachs Informatik ab Klasse 7 an weiterführenden Schulen wird ab dem Schuljahr 2017/2018 zunächst ausgesetzt. Das hat die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU, angekündigt. Hintergrund sei, dass aufgrund von Einsparmaßnahmen Lehrer fehlten. Das Kultusministerium muss nach Beschlusslage der Haushaltskommission und der grün-schwarzen Regierungsfraktionen 2017 rund 1070 Stellen abbauen. Laut Eisenmann setzte sich die Zahl aus 663 unter Grün-Rot beschlossenen Stellenstreichungen zusammen sowie 441 Stellen im Rahmen der aktuellen Haushaltskonsolidierung. Laut Finanzministerin Edith Sitzmann-Grüne habe das Kultusministerium gleichzeitig 600 Stellen mehr bekommen, die nach Wunsch von Eisenmann für Grund-, Real- und Gemeinschaftsschulen eingesetzt würden.